Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch einmal die Faktenlage schildern. Wir haben am 11. September 2014 nach einer sehr intensiven Debatte, wir wissen das alle, mit Hochschulvertretern, aber auch der Wirtschaft, den Unternehmen, das Thema Drittmitteltransparenz ins Hochschulgesetz aufgenommen und vom Parlament verabschiedet. Das ist jetzt kein ganzes Jahr her. Und um es ganz deutlich zu sagen, dabei haben wir versucht, die Hardliner-Position auf beiden Seiten in eine vernünftige Balance zu bringen. Auf vollständige Alleinverantwortung und Interpretationshoheit auf der einen Seite oder bedingungslose Offenlegung von Forschungskooperationen auf der anderen Seite. Und wer nicht sehen will, dass wir uns hier in einem Spannungsfeld befinden, nämlich zwischen dem legitimen gesellschaftlichen Anspruch auf Transparenz und dem ebenfalls berechtigten Interesse auch der Unternehmen nach Wahrung ihres geistigen Eigentums, der hat den Anschluss an eine gesellschaftspolitische Diskussion verpasst, die ja im vergangenen Jahr außerordentlich auch differenziert geführt worden ist. Das Ergebnis im HZG heißt in jedem Fall mehr Transparenz. Künftig muss auch über abgeschlossene Forschungsvorhaben, die mit Drittmitteln finanziert wurden, regelmäßig und öffentlich informiert werden. Die Rechte Dritter bleiben aber entsprechend dem Informationsfreiheitsgesetz gewahrt. Und vor diesem Hintergrund hat ja jetzt auch das Oberverwaltungsgericht NRW seine Entscheidung in Sachen Forschungsvereinbarung zwischen der Uni Köln und der Bayer Pharma AG getroffen. Hier heißt es, ich zitiere, der Gesetzgeber habe bei der Ausgestaltung der Informationsfreiheit gerade auch im Verhältnis zur Wissenschaftsfreiheit einen sehr weiten Gestaltungsspielraum. Diesen habe er verfassungskonform ausgefüllt. An der Verfassungsmäßigkeit des § 2 Absatz 3 Informationsfreiheitsgesetz bestünden keine Bedenken. Zitat Ende. Ich frage mich also, Herr Dr. Paul, was ist Ihre Intention? Wollen Sie die gerade abgeschlossene Debatte über den Transparenzparagrafen im HZG neu entfachen? Wir kennen die Diskussion alle. Wollen Sie sich einseitig auf die Seite der Drittmittelgegner schlagen und oder wollen Sie möglicherweise auch wichtige, aus unserer Sicht wichtige Kooperationen in der Drittmittelforschung gefährden, was Sie ja damit auch tun würden? Ihr Antrag erscheint mir aber eher ein schlecht gelungener populistischer Versuch zu sein, sich das Thema Transparenz auf die Piratenfahnen zu schreiben, denn mit einer vernünftigen Abwägung des Interessensausgleiches hat er nichts gemein. Die Hochschulleitungen und die Wirtschaft, die anfangs gegen den neuen Paragraphen 71a im Hochschulgesetz Sturm gelaufen sind, haben sich doch inzwischen mit dem Thema Transparenz bei der Drittmittelforschung arrangiert, auch deshalb, weil wir eine vernünftige Lösung gefunden haben. So heißt es in einer Stellungnahme der Landesvereinigung der Unternehmensverbände vom 2. Mai 2014. Ich zitiere Teile daraus. Die enge Kooperation der Hochschulen mit externen Partnern, insbesondere aus der Wirtschaft, ist für eine hochwertige Hochschullandschaft essentiell. Umso wichtiger ist es, diese Kooperation nicht durch zusätzliche Hürden zu erschweren und damit aufs Spiel zu setzen. Bei Regelungen zur Transparenz solcher Kooperationen ist daher zu beachten, dass Forschungsvorhaben häufig sehr sensible Bereiche betreffen und eng auch mit Betriebsgeheimnissen verbunden sind. Innovationsvorsprünge, die so erreicht werden, müssen geschützt werden. Wer mit Forschungsinvestitionen innovative Produkte und Prozesse entwickelt, darf nicht in Gefahr laufen, dass Wettbewerber diese Innovationen durch Veröffentlichungen einfach abgreifen. Mit dem Regierungsentwurf, heißt es am Schluss, ist hierzu eine sachgerechte Regelung gefunden, die zu begrüßen ist. Zitat Ende. Und ich finde, auch diese Betrachtungsweise darf man nicht einfach ausblenden, Herr Paul. Bei allem Verständnis für ein höchstmögliches Maß an Transparenz und auch Information. Das aktuelle Hochschulgesetz bringt aus unserer Sicht beide Interessenlagen miteinander in Einklang. Aber ich finde, wir sollten die jetzt gefundene Transparenzregelung vielleicht nach einem angemessenen Zeitraum auch noch einmal evaluieren und nachprüfen, ob sie die gewünschte Wirkung entfaltet. Und wir könnten im Ausschuss über die konkreten Ergebnisse dann gemeinsam beraten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Seidel. Es liegt, wenn Sie noch einen Moment hierbleiben, es liegt eine Kurzintervention von Herrn Dr. Paul vor. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Frau Seidel, ich fand es bemerkenswert und schön, dass Sie auch noch mal herausgestellt haben, dass es bei uns tatsächlich um eine Abwägung geht.
Ich bin 88 bis 93 erst als Junior und dann als Senior Researcher in zwei EU-geförderten Forschungsprojekten unterwegs gewesen. Da waren renommierte Universitäten dabei, in einem Projekt 13 Partner von Porto bis Glasgow rauf und im Übrigen auch Messerschmitt, Bölko, Blohm und die Daimler-Benz AG. Und es wurden in diesem Projekt sensible Daten bearbeitet. Für einen Datensatz war ich sogar selber verantwortlich. Es handelt sich um anonymisierte Daten von Krebspatienten. Das ist problemlos möglich und die EU veröffentlicht vor dem Start dieses Forschungsprogramms das Budget, die ganzen Partner und den Gegenstand. Es ging um den Test von KI-Algorithmen. Daimler-Benz, also es gibt ja immer diese Angst, dass die Unternehmen dann nicht mehr mitmachen würden, dass wir Innovationen behindern würden, hat einen Confidential-Anspruch auf ihren Datensatz erhoben, den haben die uns gegeben, haben nicht gesagt, was es ist. Also mit sowas kann man arbeiten und die EU muss das sogar tun. Und ich finde, die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und die Unternehmen, die miteinander kooperieren, sollten das auch tun. Und zwar vorher. Bei der EU gibt es eine Bestimmung, die halt sagt, das sind begrenzte Fördermittel und die anderen Bewerber, die bei den Fördermitteln leer ausgegangen sind, müssen ja wissen können, was die anderen machen. Das, finde ich, gehört zu einer offenen Wissensgesellschaft. Und auf der anderen Seite fände ich es viel wichtiger, wenn man was gegen Wirtschaftsspionage tun würde. Das nur dazu, meine zwei Punkte. Bitte schön, ja, vielen Dank, Herr Dr. Paul, auch, dass Sie diese Intervention angemeldet haben. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, weil wir haben im Grunde genommen diese Abwägung zwischen Transparenz und öffentlichem Interesse sehr, sehr intensiv mit allen Beteiligten in verschiedenen Anhörungen hier im Landtag, aber auch an den Hochschulen selber geführt. Und wir sind Schritt für Schritt durchgegangen, was sind eigentlich die Ängste auf beiden Seiten? Und es ist klar, dass es einen legitimen Anspruch auf Transparenz geben muss. Der wird aber aus unserer Sicht durch die jetzige Gesetzeslage auch umgesetzt, indem immer auch im Anschluss informiert werden muss. Das heißt, wir können von der RWTH Aachen auch im Anschluss wissen, was ist da in den vergangenen Jahren geforscht worden, mit wem ist geforscht worden, weil ja auch der Name, und über was ist geforscht worden, weil auch das Thema angesetzt werden muss. Das heißt, wir haben eigentlich eine Transparenzpflicht von dieser Seite jetzt auch nachträglich geschaffen. Und es ist nur nicht so, dass im Vorhinein schon sozusagen alles offengelegt werden muss, wo eben die Ängste auch bestanden hat oder die Vermutung, da kann was in die Öffentlichkeit kommen. Und es kann dann natürlich auch sein, dass die Unternehmen keine Lust mehr haben, mit den Hochschulen zu kooperieren, wenn ihnen klar wird, da könnte was an den Konkurrenten gehen und tatsächlich Wettbewerbsgeheimnisse in der Welt sein. Das hat man uns sehr, sehr deutlich gesagt. Wir haben das abgewogen und wir haben auch im Sinne des Hochschulgesetzes, das wir ja verabschieden wollten, gemeinsam einen guten Kompromiss aus meiner Sicht gefunden. Soweit. Vielen Dank, Frau Dr. Seidel, für die FDP.